Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Meisterschaftsspiel beim VfL Bochum. Es ist der Auftakt zur Rückrunde. Anstoß ist am Freitag um 18.30 Uhr. Wir beginnen gerne wieder mit Ihren und euren Fragen an unseren Cheftrainer. Bitte schön. Ja, danke. Ja, bitte. Thomas Klein, Sport 1. Ja, Mikro kommt. Eine Sekunde. Ja, Herr Effenberg, es ist, wenn ich richtig gerechnet habe, Ihr 9. Spiel. Vielleicht können Sie einfach mal so eine Art Zwischenbilanz oder preisgeben, wie Sie so die Entwicklung der Mannschaft, vielleicht auch Ihre persönliche Entwicklung jetzt sehen in den letzten Wochen. Nein, also wichtig ist ja, dass man Fortschritt erkennt, vom Spielerischen her, das sehe ich. Natürlich, und das hat der Michael ja auch gesagt, hat er vollkommen recht, dass man im Endeffekt 4 Punkte zu wenig auf dem Konto hat. Das sind Dinge, die ein Stück weit wehtun, aber wir haben die Möglichkeit, sie wieder zurückzuholen. Und das ist unsere Aufgabe. Und viel weiter schaue ich nicht zurück. Matthias hat es ja gerade gesagt, die Hinrunde ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die Rückrunde rein, in die letzten 2 Spiele in diesem Jahr. Darauf freuen wir uns. Ja, sind konzentriert und ja, wir wissen natürlich, dass es kein einfaches Spiel wird am Wochenende. Aber grundsätzlich bin ich mit der Entwicklung überhaupt nicht unzufrieden. Im Gegenteil, ich sehe die Charaktere der Spieler, wie sie arbeiten mit der Leidenschaft. Auch sie wollen besser werden, das zeigen sie mir in jedem Training. Und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um auch die nächsten 2 Spiele oder die letzten 2 Spiele positiv anzugehen. Ja, Elmar Neumann, Westfalenblatt, hier vorne einmal bitte. Herr Effenberg, wie groß ist die Gefahr, dass man jetzt den Ernst der Lage so ein bisschen verkennt? Nein, wir wissen, worum es geht und wir wissen, wo wir stehen und wir wissen auch, dass es erstmal gegen den Abstieg geht, das wissen wir. Ja. Alles andere wäre nicht gut und das haben wir erkannt und das erkennen auch die Spieler. Aber das ist ja nichts Neues, das ist ja nicht erst seit einer Woche oder seit 3 Wochen, sondern da stecken sie mehr oder weniger in der ganzen Saison schon drin und fest. Aber wir richten unseren Blick weiter nach vorne. Ja, das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber genau so müssen wir arbeiten und trainieren. In den ersten beiden Spielen unter Ihnen ist die Mannschaft von der Euphorie auch getragen worden. Das war deutlich zu sehen. Jetzt läuft es ja, was die Ergebnisse angeht, zumindest nicht mehr so gut. Ja. Ist das jetzt so die erste Situation, in der es wirklich darauf ankommt, wie der Trainer Stefan Effenberg die Mannschaft anzufassen versteht? Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Natürlich wünscht man sich immer Siege, logischerweise. Ja. Du gehst immer ins Spiel rein und willst das Spiel gewinnen. Das ist ja ganz normal, wenn man unterm Strich Spiele hat, die man gut spielt, aber das Ergebnis nicht stimmt, wir wissen alle, Fußball ist ein Ergebnissport, dann ist es natürlich enttäuschend, aber man darf den Glauben nicht verlieren, das tun wir nicht. Ja, Sebastian Kohlsberger, Bild, Reihe 1. Ja, Sie haben es gerade gesagt, die Hinrunde ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Rückrunde, ist das vielleicht für Sie und die Mannschaft auch nochmal ein Zeitpunkt, um vielleicht nochmal alles auf Null zu setzen und zu sagen, okay, jetzt haben wir die komplette Rückrunde und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt vorangeht, weil es einfach nochmal eine komplette Serie ist. Ja, also auf Null können wir nichts setzen. Wir stehen da, wo wir stehen. Aber ich wiederhole mich da gerne. Wichtig ist zu erkennen der Fortschritt innerhalb der Mannschaft, wie sie die Dinge annehmen, die wir vorgeben, wie sie es umsetzen. Und Sie sind ja auch ein Stück weit Fußballexperte, wenn man sieht, wie Sie auch Fußball spielen, dann ist das alles nicht so verkehrt. Na, und man sollte, und das werde ich auch nicht tun, nur das Fußballspielen an Ergebnissen festmachen, sondern ein Fortschritt muss erkennbar sein und den sehe ich und dann wird auch irgendwann werden auch die Ergebnisse kommen. Ja, bitte, Kollege. Wie sehr lechzen Sie vielleicht auch so ein bisschen nach der Winterpause, dass Sie da Zeit haben, auch in der Vorbereitung mal intensiv mit der Mannschaft über einen längeren Zeitraum zu arbeiten? Lechzen tue ich nach dem Sieg am Freitag gegen Bochum. Aber natürlich ist eine Winterpause gut, auch für die Jungs. Es war insgesamt kein einfaches Jahr, dass man da ein Stück weit auch den Kopf frei kriegt, aber absolute Priorität haben die letzten 2 Spiele in diesem Jahr und nichts anderes.
Ja, hier gehen wir. Also, naja, das glaube ich, da hinten waren wir als erstes, Herr Klein, bitteschön. Herr Effenberg, am Freitag geht es auch gegen einen alten Bekannten von Ihnen, Christian Hochstetter. Ja, wie sehr freuen Sie sich auf dieses Duell? Ja, das ist ja kein so direktes Duell. Er sitzt oben und ich stehe unten an der Seitenlinie. Nein, ich freue mich grundsätzlich immer, wenn ich ihn wiedersehe. Na, so oft ist es ja auch nicht der Fall. Aber das spielt am Freitag überhaupt keine Rolle. Ich muss mich konzentrieren auf das, was in der Vorbereitung wichtig ist, auf dieses Spiel, was dann passiert in den 90 Minuten. Und danach wird man sich mal austauschen, aber das ist zur Seite geschoben. Ich habe noch gesehen, Tim Jauer, WDR. Ne? Okay, dann Werner Schulte, NW, und dann kommen wir gleich wieder hier vor. Effenberg, gibt es denn eine klare Zielvorgabe, wie viele Punkte die Mannschaft bis zur Winterpause noch holen muss oder soll? Gebe ich nicht. Werde ich gleich die Jungs fragen und mal gucken, was die so sagen. Dann vielleicht noch eine Frage. Welche persönlichen Erinnerungen hegen Sie zum Beispiel an den VfL Bochum? Welche persönlichen? Ja, aus irgendwelche Dönekes vielleicht parat aus Ihrer aktiven Karriere. Gab es mit Sicherheit einige, aber ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Und das, was war in der Vergangenheit, spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Na? Wir reisen da an mit den SC Paderborn. Ist ein Spiel, wie gesagt, ist nicht einfach, klar. Aber all das, was war in der Vergangenheit oder Spiele, die ich dort absolviert habe oder Tore geschossen habe, das ist nicht wichtig. Ja, hätte ja sein können, dass irgend... was hängen geblieben ist, was berichtenswert wäre. Ich kann Ihnen viel erzählen aus der Vergangenheit. Ich kann ein Buch schreiben. Ja, Werner, dann gehen wir hier in Reihe 1 nochmal Richtung Bild. Herr Effenberg, Sie haben es gerade gesagt, Sie freuen sich natürlich auf ein Wiedersehen mit Christian Hochstetter. Vor einem Jahr wurde auch damit kokettiert, dass Sie eventuell Nachfolger von Peter Neururer werden könnten. Am Ende wurde es dann Gert-Jan Verbeek. Ja, waren Sie sehr enttäuscht darüber, dass es nicht funktioniert hat? Und, das war ja gar nicht der Fall so. Das war ja so nie der Fall. Okay. Also, dann müsste man ja theoretisch das Gespräch mitgehört haben, welches ich geführt habe. Na, und das war definitiv nicht der Fall. Und das spielt, auch das spielt übrigens keine Rolle, sondern ich bin hier, ich bin froh und stolz hier zu sein. Ich bin froh, mit den Jungs zusammenzuarbeiten hier in Paderborn. Ja, das macht mich mächtig stolz. Ich habe eine unglaubliche Freude dabei und das ist wichtig. Ja, dann ja, bitte nochmal eine Nachfrage, ja bitte. Nochmal zur aktuellen Situation. Sie haben es als Spieler einmal miterlebt, sind am letzten Spieltag. Haben Sie sich gerettet mit Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf? Ist es jetzt eine andere Situation als Trainer, wenn man im Abstiegskampf drinsteckt? Oder gibt es da Parallelen, die Sie auch als Spieler erleben? Ein Stück weit vergleichbar ist es schon, weil man es ja schon mal selber auch durchgelebt und miterlebt hat. Man weiß mit Sicherheit, wie sich die Spieler fühlen, dass es nicht so einfach ist, dass der Druck, wenn man sich nicht befreit, immer größer wird. Ja, von daher ist es schon ein Vorteil, dann mit den Jungs auch zu reden und ihnen gewisse Dinge auch mit an die Hand zu geben. Und am Strich müssen sie selber richten, auf dem Platz. Und dann ist man auch ein Stück weit von den Aufgaben befreit, weil aktiv kann ich nicht mehr werden. Manchmal juckt es noch an der Seitenlinie, aber kann ich ja nicht wirklich. Also haben wir erst Jochen Schulze, Kicker, und dann Lou Elmer. Weil ich gleich noch eine Aufstellung oder eine mögliche Aufstellung in Richtung Nürnberg weitergeben muss, wollte ich doch die Frage stellen, wie sieht es personell aus? Fallen außer Vucinovic und Rafa Lopez definitiv noch weitere Spieler aus? Ja, Christian Bickel kommt immer näher dran. Na, macht schon relativ intensives Training, auch zum Teil schon mit der Mannschaft. Also das wird nicht mehr lange dauern. Grundsätzlich muss ich sagen, der Kicker ist immer sehr nah an meinen Aufstellungen dran. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das hat der Carlo da irgendwas mit zu tun, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja nur rüber, was die da damit machen. Ja, aber ist nicht schlecht. Ich glaube, ich muss das mal komplett anders machen.
gibt es ja gar nicht. Ja, Jochen, jetzt könnten wir uns immer darüber unterhalten, was von deinen Dingen überbleibt, aber das machen wir jetzt nicht hier. Ja, echt. Bis auf wenige Ausnahmen, immer getroffen. Ja, Elmar, bitte. Elmar Neumann auch noch. Ja, am Freitag in Bochum erwarten eine Mannschaft, die seit 7 Spielen nicht mehr gewonnen hat, eine Mannschaft, die seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Worauf kommt es in so einem Spiel an? Ist da die Anfangsphase von besonderer Bedeutung, die Körpersprache, oder was sind da die entscheidenden Faktoren? Das ist eine ganze Liste. Jede Sekunde im Spiel ist enorm wichtig. Du kannst eine tolle Anfangsphase haben und hinten raus reicht es nicht. Oder du hast eine schlechte Anfangsphase wie Bochum gegen Heidenheim, wo sie nicht gut im Spiel waren in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, aber dann ihr Gesicht gezeigt haben. Das ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die zu Hause immer unglaubliche Kampfkraft entwickelt, darüber hinaus auch hervorragende Einzelspieler hat. Auch die musst du erstmal bespielen, aber ich bin eher immer ein Freund davon, an unsere Stärken zu arbeiten und das auch weiterzugeben an die Mannschaft, das umzusetzen, was wir sehen wollen, aber natürlich auch vorbereitet sein auf das, was uns entgegenkommt. Klar, in Bochum ist es grundsätzlich nicht einfach zu spielen, das wissen wir auch. Aber das wird uns keine Angst machen, im Gegenteil. Wir sollten uns darauf freuen und wir werden uns darauf freuen. Jetzt gibt es ja ein aktuelles Problem, oder es gibt mehrere Probleme. Eins möchte ich ansprechen, das ist die Chancenverwertung, an der es ja seit geraumer Zeit hapert, wenn man jetzt mal von dem 4-4 gegen 60 absieht. Wie zufrieden sind Sie bislang mit Nick Proschwitz und Srdjan Lakic, die ja hauptsächlich fürs Toreschießen verantwortlich sind? Ja, aber das sind ja auch Spieler, die eingesetzt werden müssen von ihren Mitspielern. Ja, also einer alleine wird ja in der Regel nicht das Spiel entscheiden. Es wäre schön, wenn es mal so wäre, aber die sind natürlich auch abhängig, was von hinten kommt oder über außen kommt. Das ist ja auch klar. Und von da, man kann auch nicht sagen, wenn wir da die Stürmer sehen und wir gehen jetzt zurück auf die Abwehr und sagen, so viele Gegentore, die Abwehr ist nicht gut. Ja, das Verteidigen fängt vorne an. Ja, das ist ja eine Bewegung von vorne nach hinten beziehungsweise von hinten nach vorne im Fußball. Ja. Und jetzt zu sagen, ja, Durchschlagskraft fehlt, ja, das ist schon nicht falsch erkannt. Ja, das ist so. Aber daran müssen wir arbeiten, trainieren. Na, und irgendwann wird auch der Knoten platzen bei dem einen oder anderen vorne. Ja. Aber dazu braucht man natürlich dann auch diese totale Überzeugung. Aber die sehe ich im Training. Also da machen sie viele Dinge richtig. Stichwort Winterpause, wäre es vielleicht trotzdem ein Thema, dann im Sturm vielleicht noch einen Typen zu verpflichten, den es so in der Form noch nicht gibt? Was Kleineres, Schnelleres oder mehr so den Dribbler? Also über diese Frage werde ich nicht beantworten, weil das jetzt nicht das Thema ist hier in der PK vor dem Spiel gegen Bochum. Eine Frage noch an Michael, Stichwort Trainingslager. Gab es da eigentlich mal Gedanken darüber, das eventuell woanders hinzuverlegen aufgrund der aktuellen Situation dort? Ja, wir beobachten das natürlich genau, aber im Moment sehen wir da keine Veranlassung, das Trainingslager zu verlegen. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zum sportlichen Teil. Kommen wir zu den Dingen rund um das Spiel. Bitte, Martin. Ja, vielen Dank, Matthias. Aktuell haben wir 508 Karten an unsere Fans verkauft. Rechnen aber, dass über 1000 Fans in Richtung Bochum fahren, viele davon mit dem Zug. Es gibt einen Entlastungszug mit 600 Personen, weitere 100 Personen werden auf Regelzügen erwartet. 4 bis 6 Reisebusse machen sich auf den Weg. Die Tageskassen sind 2 Stunden vorher geöffnet, das Stadion öffnet 90 Minuten vorher. Auch wie bei unseren Heimspielen der Hinweis auch von den Bochumer Kollegen, dass intensivere Kontrollen an den Eingängen durchgeführt werden und dass man dort mit dem Ordnungsdienst auch zusammenarbeitet. Das heißt also, die Kontrollen auch über sich ergehen lässt. Ich glaube, das ist seit Paris auch kein Thema mehr und sollte auch jetzt zum letzten Mal erwähnt werden, weil es dann, glaube ich, auch selbstverständlich sein wird, dass Sicherheit im Stadion noch intensiver überprüft wird. Ja, danke Martin. Eine letzte Frage in die Runde. Gibt es noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.